Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Lorenz Göster-Beutin das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal finde ich es schwer erträglich, mit welcher Sachlichkeit wir auf der einen Seite und mit welcher Art Ignoranz, mit welchen Fake News wir auf der anderen Seite über die Probleme des Klimawandels hier reden. Und ich kann es schon verstehen, wenn es sich einige nicht vorstellen können, welche Verheerung der Klimawandel schon jetzt in den Städten des Südens auslöst, wenn die Ärmsten der Armen durch Taifune betroffen werden, ihr Haus oder gar ihr Leben verlieren, wenn in Äthiopien das Vieh verendet, kein Ackerbau mehr möglich ist und die Menschen in Hunger und Armut fallen. Doch der Klimawandel ist längst bittere Realität und eben nicht nur im globalen Süden, sondern längst auch in Deutschland. Deswegen ist es gut, dass die Bundesregierung diesen Bericht vorgelegt hat. Aber für mich als Norddeutschen ist es besonders bitter, wenn ich dann in diesem Bericht lesen muss, dass das Wattenmeer verschwinden wird, und zwar nicht irgendwann in der Zukunft, sondern schon in wenigen Jahren. Dass wir jetzt schon eine Situation haben, wo die Mehrzahl der Wälder schwer krank ist, der Thüringer Wald oder der Harz, den werden wir in ein paar Jahren nicht wiedererkennen können. Und wir haben eine Situation, wo wir Sommer für Sommer schon jetzt Landwirte haben, die ihre Ernte nicht mehr bestellen können, wo wir in vielen Regionen Wasserknappheit haben und wo die Zahl der Hitzetoten steigt. Und in diesem Bericht steht ganz deutlich, in einigen Jahren wird sich die Zahl der Hitzetoten vervierfachen. Das sind Menschen, die aufgrund des Nichthandels auch in diesem Parlament zu Tode kommen. Und das muss geändert werden. Aber der Bericht beschreibt eben die Folgen. Die Folgen, die kommen werden, auf jeden Fall. Denn der Klimawandel ist eben nicht aufzuhalten. Selbst wenn wir es schaffen, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns nicht zufrieden geben, den Klimawandel einzudämmen, sondern dass wir nach vorne schauen, dass wir eine Vision entwickeln, wo wir mit dieser Gesellschaft hinwollen. Und das sage ich gerade in dieser Situation, wie wir auch soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz miteinander verbinden können, weil da hakt es häufig in diesem Parlament. Deswegen sagen wir als Linke, wir wollen eine Energiewende der vielen. Wir wollen keine Energiewende der Konzerne. Wir wollen eine dezentrale Energiewende in den Händen der Genossenschaften, in den Händen der Kommunen, in den Händen der Bürgerinnen, in den Händen der Bürgerinnen-Energie, weil so geht das mit der Energiewende. Und wir brauchen eine Verkehrswende, eine Verkehrswende, wo wir eben der Automafia auch mal die Stirn bieten, wo wir es schaffen, dass wir unsere Städte endlich lebenswert machen und die Regionen endlich anbinden. Und wir wollen als Linke auf internationaler Ebene die Möglichkeit schaffen, dass diejenigen, die in Regierungen oder in Unternehmen entweder den Klimawandel ignorieren oder ihre Profite mit unseren Lebensgrundlagen machen, dass die auf internationaler Ebene zur Rechenschaft gezogen werden können. Vielen Dank. Das